Hey, moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Norddeutschland, glaube ich. Niedersachsen, meine lieben Freunde. Im ReFarmers Projekt mit mir und dem lieben Fabi. Hallöchen. Und dem lieben Oswald TV. Moin. So. Oh, moin. Moin. Haben wir schöne Gewichtsklötzer? Ja. Schön weiß und strahlend. Hast du auch ein weißes Ossi? Nein. Nee, bei dem ist ja alles gut gegangen. Verstehe ich auch nicht. Ich kann es halt. Das, Alter. Achso, ich erzähle euch mal kurz den Grund, warum ich eigentlich hier runter wieder fahre. Wir haben uns überlegt, wir brauchen Güllefass. Ganz zufällig ist wirklich ein Farmtag-Güllefass hier im Sonderangebot für 35.000 Euro. Das wollen wir jetzt unten abholen. Wird eben natürlich das John Deere Manual Sensing dazu. Moin. Moin. Hast du jetzt gekauft? Ja. So, jetzt können ich und du, Fabi, sich beschweren über welches Feld wir pachten. Das Gewicht wurde wirklich einfach nur auf weiße Dings rübergesetzt, auf weiße Farbe. Ich hab das bei der Hofwerkstatt mal eben wieder schwarz gemacht. Dann sieht's wenigstens gut aus. So, wir prügeln uns um ein Feld, okay. Erstmal ganz kurz anderes. Oh, sie hat jetzt 2,50. Boah. Das ist schon heftig. Was denn? Oh, sie hat 50 PS weniger wie du und 70 weniger wie ich. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so einen großen Unterschied macht. So. Dann kicken wir mal. Felder. Was wurde schon angesehen? Das wäre nicht schlecht. Wir haben hier ja die Regelung nicht. Ja, aber willst du es? Ja, gut. Alter, warum fahre ich denn immer in die falsche Einfahrt, Digga? Er fährt immer zum Heizkraftwerk rein. Ja, stimmt, das ist halt so. Wenn er zum Heizkraftwerk will, dann fährt er in den Hof rein. Ja, Zuckerrüben haben wir halt kein Equipment für, das macht keinen Sinn. Aber ja gut, Sonnenblumen macht auch keinen Sinn. Also, der Bock zieht jetzt unten rum wie Sau. Das muss man ihnen schon lassen, Leute. Was ist denn das? Jo. Gut. Da sind wir unser Geld komplett quitt nur fürs Pachten. Ich hatte so an die 128 gerade mal gedacht, aber. Abschließt die Blickwinkel. Linksseitig. Das große Weizenfeld auf der linken Seite. Ja, sind 18 Hektar, alles schön und gut, aber... Alter, bist du verrückt, 18 Hektar, Digga? ich dachte, das ist ein großorientiertes Projekt. Wäre halt was drauf, was wir dreschen können, deswegen. Okay, da wäre auch Weizen drauf. Weiß auch nicht viel weiter weg wie unsere Wiese. Ja, kann ich ja gleich Gülle auf Feld 51 ausbringen, oder nicht? Ja und nein. Du musst dann wirklich versuchen, nicht kreuz und quer drüber zu fahren. Ja, das ist schon klar. Weil sonst machen wir uns die Saat kaputt. Aber ja, kannst du machen. Ja, wie die Saat kaputt? Mal Schreifenspuren an oder was? Du, soweit ich weiß, wenn du angesät hast und dann drüber fährst, da wo du drüber fährst, ist verminderter Ertrag oder weiß ich nicht was. Fängt's gerade an zu regnen, wie Sau. Wie sieht's denn eigentlich mit dem Feld 84 aus? Ja. Ja, ist halt da direkt. Das sind 6,35 Hektar. Wenn denn jetzt eigentlich 5,5 und 6,5. Oh, da fällt 110. 109. Entschuldigung.
109, ja. Das nehmen wir an, Ich aber hatte an würde die ich. 81 gedacht, aber die ist auch wieder so. Feld 81, ja, wäre auch nicht schlecht. Ja, aber Problem ist, du musst immer die vordersten zwei Zahlen sind am Ende der Preis, den du einmalig zahlst. Ja, das sind das ja. heißt, du zahlst 67.000 Euro. Ja, das würde ja passen. Aber dann haben wir ja gleich hier ein richtiges Feld. Wie sowieso. Das ist richtig, 14 Hektar. Für sowieso. Nächsten Sommer möchte ich auch ein bisschen dreschen. Ich habe letzten Sommer gar nicht gedroschen. Hat mir nicht gefallen. Ja, aber bevor wir das machen, sollten uns wirklich im Klaren sein, dass wir für die nächste Zeit. Ah ne, warte, wir haben doch noch Hafer. Der ist ja morgen. Ne, ist kein Problem, können wir machen. Ossi, wie findest du? Ja, haben wir ja. richtig gleich ein richtig großes Feld und gut. Na, dann können wir das pachten. Dann, na los. Jackie weiß nicht, wie es funktioniert. Nee, ich weiß ja schon, wie funktioniert es. Ich kann das auch machen. Mir ist egal. 81, ne? Ja, fällt 81. So, 67, 6.700 Euro am Tag. Schaffen wir das? Ja, komm, warte doch einfach. Mein Gott. Okay. Wie sieht das jetzt mit Düngungsphase aus und ja, Digga, das braucht wieder eine Ewigkeit. Jetzt, danke. Das, ja, warte mal, warte. Jetzt kannst du sogar auf dem Feld, dadurch, dass du auch dieses Manursensing hast und wir ja Bodenproben erhoben haben auf 51, kannst du da die optimale Ausbringmenge automatisch einstellen. So. So, wo ist unser hübsches Fässchen? Oh. Klingt gut. Nahrung, Gesundheit, Gülle, ja. Halt. Ich weiß nicht, ob du Gülle hier ziehst oder hier am Bottich. Ja, so mit Lenkachse. Ne, der ist leer. Ne, dann ziehst du es am Stall auf der anderen Seite als einmal durchfahren. Oh. Soll ich ein bisschen Mineralfutter nachkaufen? So, bin wieder da. Entschuldigung, Leute. Alles gut. So, was haben wir zu tun? Wir können auf zwei Feldern Bodenproben hingehen. Auf 81 und 90. Das könntest Mach du machen, ich. Wenn du willst. Oder ansonsten, ja, Mineralfutter kaufen, falls ihr damit einverstanden seid. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon alles, gell? Und, ja, Stroh weiß ich nicht. Hätte ich nicht müssen mit dem Deutsch losfahren, mit Pflegebereifung? Ach so, ja. Wäre besser. Gibt es Pflegebereifung für den? Weiß ich nicht. Kannst ich gucken, hier ist die Werkstatt. Warte mal kurz, ich kann ja auch kurz hier im Menü gehen. Ich sehe hast du den Anhänger eigentlich so dahinter gekriegt? Was? Naja. Nee, normal. Ich hab den. Wie hast du den Anhänger so hinter den anderen gekriegt? Ich hab den gedrückt. Halt, rückwärts gedrückt. Ja, Mineralfutter. Kaufe ich jetzt einfach 10.000 Liter einfach mal? Weil wir haben jetzt, ich glaube, wir haben letztes Mal 15.000 oder 4.000 oder so gekauft. Haben jetzt noch 3, ne, 5.000. Wir haben jetzt noch 3, 4 oder sowas. Das war jetzt knapp ein Tag. Oder anderthalb. Nee. Haben wir nicht. Haben wir keine Pflegebereifung. Jetzt müssen wir mit dem Deutsch los, oder?
Jetzt haben wir so ein schönes Upgrade gemacht auf dem Fan, dürfen wir ihn nicht mal benutzen. Ja, genau, das brauchst du vor dem Bodenprobengerät auch. Leistung! Leistung an deinen drei Hydraulikschläuchen, der Ding hat. Geht nichts über Leistung. Heckgewicht runter, Leute. Und Lader runter. Ja, für ihn aber bestimmt das halbe Feld nur mit dem Fass, mehr Gülle. Hast du mit automatischer Ausbringmenge oder eingestellt? Weiß ich nicht, bis jetzt. Weiß ich, wie ich es machen soll. Theoretisch kannst du mit automatisch machen, das ist am effizientesten. Weil dann passt der auch durch diesen Manursensor, den er jetzt mitgekauft hat, ja auch an. So, geht's, Leute. Die 81 ist ja hier gleich ums Eck, Leute. So, so. Okay. So, kann ich gar nicht machen. Okay, gut. Dann. Jo, Digga, das ist ja auch. Ich sag's jetzt schon, das ist viel zu riesig, das Feld, also. Du willst 50% der Map besitzen. Nur so als Denkanstoß mal wieder. Hä? Okay. Wie hab ich das gesagt? Hab ich halt lost. Was denn? Ich bin jetzt hier das scheiß Güllefass an. GPS? GPS ein, also das erfährt automatisch. STG. Achso, Nee. Alt-C, STGS. Ja, wie macht er die Spurführung aktiviert? Alt-X. Achso, oh. Danke. Achso, nee, stimmt, ich hab das umgelegt auf L oder. Ja, kann sein, keine Ahnung. Ich glaube, der Sensor wäre gescheiter. Der Sensor bringt ja nichts. Ist das nicht ein Sensor wie im 19er, wo kam als Mod? Ja, aber der bringt dir nur was, wenn du dann gerade in der Behandlung bist, dass du, wenn du jetzt frisch spritzt oder so im Pflanzenbestand tagsüber, dann bringt er dir was. Wenn du jetzt kalkst oder so, bringt er dir nichts, weil der ja keine Pflanzenwerte oder Pflanzengrünwerte oder wonach auch immer der arbeitet, erkennen kann. Alter, das Feld ist wirklich riesig. Eine Bahn. 40% verbraucht. Jo. Oh. Hälfte vom Feld? Ne, warte, wie voll bist du? Wahrscheinlich schon rein die Hälfte jetzt mit, ne? Jetzt 55. Ja, 23.000 Liter haben wir noch. Das heißt 14.000 Liter ungefähr hast du ja immer mit. Was? 15.000. 15? Ja, okay. Unkraut müssen wir auch noch machen. Mal kurz OHC gesprochen. Gab's nicht im 19er einen Mod, wo konnte man die Felder einfach so einscannen? Kannst sie ja auch machen lassen. Real? Ja, ja, so wie du arbeitest, bringt das sowieso nichts. Wie ich denn arbeiten sonst?
Ja, du musst volle Kreise machen. Du musst die Kreise bis an den Rand machen. Du musst Kreis an Kreis und überlappen machen. Mach ich doch schon die ganze Zeit. Also, sind ziemlich viele Lücken. Kannst die kaufen. Die Bodeninformation für das Feld, wo du gerade drauf bist, kosten 11.000 Euro. 12.000. Gut, aber Jackie. Aber meine Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefällt, das Like und das ein Abo da lassen. Und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.